Willkommen, werte Falken, zu unserem heutigen Top. Heute treten an Mr. Gray in einer Nova. Und als Gastkommentator ist heute das Limo dabei, unser Falken aus dem Beta-Stern. Wunderschönen guten Abend. Wir sind jetzt gerade noch in der Vorbereitung und wir wissen, dass Mr. Gray als erster starten wird. Die anderen Prüflinge werden Tio und Ekryptik als auch Schlanzmann sein. Was mich ein bisschen überrascht, Mr. Gray versucht es in der Nova. Er hat in der letzten Zeit eigentlich stark in der Stormcrow trainiert, aber hat sich jetzt anscheinend doch für ein Laserbild in der Nova entschieden. Ah, ist aber für die Karte keine schlechte Wahl wahrscheinlich. Das Laserboot, er wird keinerlei Abwerfenprobleme kriegen hier, so wie er seine Nova normalerweise fährt. Könnte also durchaus für ihn von Vorteil sein. Gewählt hat er auf jeden Fall die Extrem-Pol-Variante mit Small Pulsen und Small Lasern. Das heißt, er wird die auch schön in Gruppen feuern können, ohne dass er wirklich heiß läuft. Also wenn er auf sein Heat-Management aufpasst, sollte er das eigentlich packen. Er hat anscheinend Bulbor als ersten Gegner gewählt. Zumindest macht er sich hier gerade auf den Weg. Bulbor fährt eine Stormcrow mit einer LBX-20 und 3 SLM-4er mit Artemis. Also ebenfalls Extrem-Brawl. Als hat Kampfgebiet sieht es sehr wahrscheinlich nach J8 aus. Quay geht schnurstracks dorthin. Okay, J8. Ja. Ah, ich glaube, ich sehe die, aber ich sehe Bulbo in der Stormcrow. Nee, die beiden Kontrahenten nähern sich erst noch was. Also Bulbo ist gerade auf dem Weg nach Hotel 5. Ja, wir sind gerade auf J7. Ja, ich nehme an, dann wird das irgendwo so ein 5er, 6er Bereich, wahrscheinlich Hotel 5 oder so. Oder India 5 stattfinden. Also irgendwo auf freier Fläche auf jeden Fall. Das sehe ich dann als Vorteil für die Stormcrow an, weil in der Nova muss er doch dann ein bisschen das Gelände mit nutzen, um einfach die Agilität in Stormcrow auszuschalten. Das ist richtig, allerdings hat er natürlich, wenn er erstmal nah dran ist, den Vorteil des Point Damage. Das ist wieder mal, ja. Nicht komplett auf Spread Damage ausgelegt ist. Ah, Mr. Quay ist anscheinend in Position erwartet. Auf der Kante von I6. Ebenfalls. Ja, I6 scheint das Kampfgebiet zu sein. Das könnte wiederum für Mr. Gray von Vorteil sein, weil dann Bergrücken drin liegt, da wird er mit seinen Jumpjets Vorteile haben. Das stimmt, wenn er sich auf dem Berg nach oben begeht. Ah, es geht noch nicht los. Wenn er da auf dem Bergkamm hochkommt, dann kann er eigentlich immer Pikaboo spielen und eigentlich die Stormcrow gut immer mit den Schaden rausnehmen. Selbst wenn er gar nicht Pikaboo spielt, er hat einfach dadurch, dass er die Jumpjets drin hat, in dem Gelände einfach den Manövervorteil. Würde ich mal vermuten, wird sich in welcher Weise. Und ich denke auch, die Nova-Arme haben einen besseren Reichweitenwinkel. Ah, Seth hat einen Score gegeben. Jetzt geht die Subphase los. Gray arbeitet sich auf den Berghang vor. Da ist nichts drin hat. Was in diesem Gelände ist, das auf jeden Fall wäre es vom Vorteil, Seismus und ULV dabei zu haben. Bulbo hat allerdings schon mal keine ULV dabei. Aber ein Seismic hat er drin und er hat Mr. Gray geortet. Ah, Gray hat ihn gefunden. Oh, zwei schöne Salven. Zwei schöne Salven. Allerdings hat er schon ganz gut Schaden angerichtet, auch bei Mr. Gray. Allerdings sein Bein wird schon rot. Vom Bulbor. Mr. Gray sollte jetzt vielleicht den Heatsink nutzen. Und einfach nachsetzen. Ja, linke Schulter ist offen von Bulbor. Ja. Linke Schulter und rechtes Bein. Und er nutzt die Agilität der Nova aus. Er springt so, dass die Stormcrow muss sich erst langsam hocharbeiten. So kann Gray sich wieder abkühlen. Berghang ist zu steil für ihn. Er dreht ihm die falsche Seite hin. Ja, Gray hat alle Zeit der Welt. Ja. Das macht er schön. Er nutzt das Gelände voll aus. Ja. Und da ist die Schulter. Zack. Ja, aber es war die schwache Seite sozusagen. Also die mit wenig Waffen drin. Aber was halt auffällt, ist, Bulbo ist bisher praktisch gar nicht zum Schuss gekommen. Richtig, und das sieht man auch, die Prozente sprechen für Quay, 82% zu 37. Ja. Bulbo ist schon gecored, noch zwei saubere Salven und das soll
sollte es erledigt sein. Bulbor spielt übrigens auch mit Armlock. Das ist natürlich fatal in der Situation, wenn er nach oben schießen wollte. Ja, Gray lässt sich alle Zeit der Welt, das ist richtig. Jetzt nochmal schön abkühlen. Kann er auch. Bulbor ist geleckt, das heißt, er geht nirgendwo hin. Er muss damit rechnen, dass jetzt der zweite Prüfer nämlich gleich auf ihn zustürmt. Dementsprechend sollte er wieder einen kalten Mech haben. Bulbor macht das jetzt aber ganz geschickt. Er hält sich jetzt ganz dicht an der Felswand, sodass Mr. Gray nicht so einfach auf ihn runterschießen kann. Da hat Mr. Gray seinen ersten Gegner erledigt und seinen Top schon mal bestanden. Schon mal Glückwunsch zum Mech-Warrior. Jetzt bin ich gespannt, was als zweites kommt. Mr. Quay hat eigentlich nochmal eine gute Chance. Sieht noch Burn aus. Oh, Burn in Stormcrow ebenfalls. Burn kommt in einer Stormcrow mit 2, 4, 6, 9, 10 Small Lasern. Jetzt kommt es drauf an, wer den besseren Punktschaden setzt. 9 Small Lasern. Wieder zwei gute Salven im Center. Ja, aber ich denke, Burn hat jetzt einfach den Vorteil der stärkeren Panzerung. Ja, genau. Quay setzt seine Coolshots ein. Ja. Die Panzerung ist orange. Oh, beide sind offen. Das könnte noch interessant werden. Beide schießen sehr gut. Setz deinen Coolshot ein, Gray. Oh, und, noch ein Salver. Den Next entscheidet, auch bei beiden. Wird jetzt eng, das Ganze. Jetzt fängt nämlich das Suchspiel an, wer jetzt als erster schießt. Nein, Burn hat es erst gefunden das und... Das war nicht gut, Burn. Und... Oi. Burn ist außerhalb seiner Reichweite, Burn kann nicht treffen. Gray ist jetzt im Vorteil durch die Small Laser. Boah, sehr schön, Mr. Gray. Das war ein zweiter Abschuss. Herzlichen Glückwunsch zum Kometen. Und das kommt nicht oft vor in einem Top. Alle drei Prüfer müssen antreten. Macht sich gerade Leo auf dem Weg in der Hellbringer. Das ist eine sehr große Leistung gewesen. Ja, in der Nova 2 Stormcross. Vor allem ja beide jetzt nicht gerade von Anfängerpiloten gesteuert. Richtig. Dicken Respekt. Jetzt müsste aber schon fast ein Wunder passieren. Kopfschuss und Hellbringer. Ui, okay. Ja, das. Dafür ist er zu angeschlagen im Center, aber trotzdem hervorragend. Ein sehr schöner Kampf, Quay, sehr schön.